So, bei mir ist nochmal Leon vom Projekt CO2-Ampel. Das Projekt neigt sich langsam dem Ende zu. Und Leon, wir haben ein richtig gutes Produkt. Zeig doch mal, was wir da haben. Ja, wir bekommen die 5 Volt von unserem Netzadapter. Die betreiben den Raspberry Pi und den Arduino. Außerdem brauchen wir eine höhere Spannung für unseren CO2- und Temperatursensor, weswegen wir hier ein Step-Up-Modul haben, die 5 Volt auf 24 Volt hochsteppen. Und dann bekommen wir schon die Werte von unserem CO2- und Temperatursensor zurück. Diese Werte liegen zwischen 0 und 10 Volt. Und wir haben hier so ein kleines IC, die umwerten für unseren Raspberry Pi, weswegen. Wo kommen denn die Werte an? Und zeig mal hier, wo kommen denn die? Genau, also wir bekommen hier die Spannung, die 0 bis 10 Volt. Die werden hier durch den Spannungsteiler gebrochen für dieses IC, wie gesagt. Der darf maximal 3,3 Volt bekommen. Da gibt es dann über SPI zum Raspberry Pi, der wertet diese aus und gibt sie auf diese Website, die auch jeder in der Schule anzeigen kann und speichert die außerdem in einer Datenbank. Denn bekommt der Arduino Nano über den Raspberry Pi ein Signal, der sagt, wie er die LED, unsere Ampel, ansteuern soll. Momentan ist die grün. Da Wir sitzt. haben einen CO2-Wert von 757 Parts per Million. Das geht noch okay. Bis 1000 sagt man, ist okay. Bis 1400 geht gerade noch so und dann sollte man unbedingt das Fenster öffnen. Super. Und zusätzlich haben wir hier noch die beiden Lautsprecher Ah, eingebaut. okay. Und der Raspberry Pi liest aus der Schuldatenbank aus, je nachdem in welchem Raum er eingebaut ist, wann der Raum zuletzt benutzt wird. Und 5 Minuten vor Unterrichtsschluss gibt er dann diese Meldung aus. Bitte die Fenster verschließen. Ah, okay, als Demo-Objekt. Das sieht ja super aus. Ich glaube, dann können wir jetzt Feierabend machen mit dem Projekt. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Interview. Bis zum nächsten Mal.